Moin Leute, ich muss mir in den Kommentaren immer wieder anhören, dass ich ein Tesla-Fanboy wäre. Aber diesmal habe ich eine nicht ganz so tolle Erfahrung mit Tesla machen dürfen. Und zwar geht's um Folgendes. Wir haben es wieder getan und tatsächlich noch einen Tesla bestellt. Diesmal kein Model 3, sondern den Y bzw. das Tesla Model Y. Tesla-typisch ging der Bestellvorgang online super schnell und unkompliziert. Es gab letzten Monat ein attraktives Finanzierungsangebot und deswegen mussten wir einfach zuschlagen. Außerdem haben wir uns entschlossen, eine Mercedes A-Klasse in Zahlung zu geben. Und ab diesem Zeitpunkt war es dann auch vorbei mit unkompliziert. Klar wollte Tesla alle relevanten Daten zu dem Fahrzeug haben. Rundherum musste man natürlich auch Bilder von dem Auto machen, welches man in Zahlung gibt, was alles natürlich verständlich für uns ist. Schließlich geht es hier ja auch um ein bisschen Geld. Da dieses Fahrzeug geschäftlich genutzt wurde und auch damals geschäftlich angeschafft wurde, mussten wir eine Rechnung an Tesla ausstellen. Was wir auch gemacht haben und natürlich mit unserem Firmenbriefkopf und selbstverständlich steht in dieser Rechnung auch unsere Bankverbindung bzw. unsere IBAN. Wenn man jetzt den Kaufpreis nimmt und sämtliche Gutschriften, wie zum Beispiel die Weiterempfehlung bzw. die Anzahlung, dann kommt man unterm Strich auf eine Differenz von 5.410 Euro. Und das ist der Überschuss, den Tesla an uns überweisen muss bzw. soll. Dann kam dienstags diese Nachricht von Tesla. Sie möchten ein Foto von der Bankkarte. Alles schön und gut. Das haben wir auch gemacht. Diese Nachricht kam von, ich nenne ihn mal fairerweise Hugo, um ihn nicht mit dem richtigen Namen zu nennen. Und am nächsten Tag, also am Mittwoch, kam dann diese Nachricht von Ilse. So nenne ich sie mal. Auch das haben wir wieder geduldig gemacht und haben den Screenshot brav mit der komplett ersichtlichen URL gesendet, so dass ersichtlich ist, dass es sich wirklich um besagte VR-Bank handelt. Donnerstag ging es dann so weiter. Da wollten die Leute von Tesla dann, dass in dem entsprechenden Dokument, also das Dokument, woraus ersichtlich ist, dass dieses Fahrzeug, was wir in Zahlung geben wollen, auch wirklich von der Firma finanziert bzw. bezahlt wurde. Auch das haben wir dann nochmal geschickt und darauf hingewiesen, dass wir das ja anfangs schon mal geschickt haben. Und wir haben sogar vorab schon eine Kopie in digitaler Form vom Fahrzeugbrief an Tesla weitergeleitet. Mittwoch hat Ilse geschrieben, am Donnerstag hat sich dann wieder der Hugo gemeldet und immer wieder geht es um dasselbe. Ganz ehrlich, wie kompliziert kann man es eigentlich machen? In der Zwischenzeit haben wir auch unsere Beraterin von der VR-Bank kontaktiert. Die hat versprochen, sich drum zu kümmern, weil sie auch nicht eilig ist. Da die VR-Bank bei uns mehr oder weniger auch in der Mond zu Hause ist, gehe ich mal davon aus, dass das mit viel Glück vielleicht in 3 bis 4 Wochen per Post kommen wird. Aber das ist halt Deutschland. An dieser Stelle ganz passend, wenn du jemandem eine Freude machen willst, dann schau doch gerne mal auf dieser Seite rein. Hier gibt es um die 300 Gutscheine für fast jeden Anlass. Zum Beispiel auch für einen Zuschuss auf ein neues Auto. Die Gutscheine sind toll gemacht, lassen sich ganz leicht personalisieren und direkt ausdrucken. So, aber jetzt genug Werbung gemacht. Also, ich bin aktuell gerade unterwegs und es gibt Neuigkeiten zu unserem Tesla Model Y. Ich muss mich nämlich an der Stelle entschuldigen, und zwar bei der VR-Bank. Die haben es nämlich tatsächlich doch geschafft, eine Kontobestätigung zu schicken bzw. zu hinterlegen in unserem Bankpostfach oder wie man auch immer das nennt. Auf jeden Fall, das haben wir an Tesla weitergegeben und Tesla ist auch happy damit. Das Ganze war alles letzte Woche noch gewesen und die haben bei Tesla daraufhin die Papiere am Dienstag mit Express per UPS rausgeschickt und die hätten dann mittwochs, also Mittwoch vor 12 Uhr zugestellt werden müssen. Wir uns natürlich schon gefreut, so yeah, endlich klappt's. Komisch war dann schon, dass die Papiere irgendwo in Herne festhingen und es wurde 11 Uhr und es wurde 12 Uhr
und es wurde nach 12 Uhr und kein UPS-Fahrer kam. Dann hat sie bei UPS angerufen, dann war da eine Frau am Telefon, die hat gesagt, dass es ihr leid tut und dass das wohl irgendwie schiefgelaufen ist, das wird wohl nicht verladen und sie wird dafür sorgen, dass es morgen zugestellt wird. Also dann praktisch Donnerstag. Für uns war es auch wichtig, dass das alles noch klappt, weil Freitag war eigentlich geplant, dass wir früh wegfahren wollten. Also war für uns auf jeden Fall entscheidend, dass wir Donnerstag die Papiere haben und zur Zulassungsstelle fahren können und danach dann nach Mannheim und das Fahrzeug abholen. Auf jeden Fall, laut Sendungsnummer hingen die Papiere immer noch in Herne fest. Wir haben natürlich trotzdem gehofft, ist ja logisch, dass die ankommen. Man hat ja immer so einen Funken Hoffnung und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Auf jeden Fall wurde es dann auch wieder 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, keine Papiere da. Meine Frau hat dann UPS voll getextet. Ich glaube, das kann man irgendwie über Facebook kann man da mit denen kommunizieren. Die haben da angeblich rumgesucht nach den Papieren. Wir sind mittlerweile schon davon ausgegangen, dass die komplett verschollen sind. Auch das ist schon Leuten passiert. Und ich war arbeiten im Geschäft und meine Firma ist im gleichen Ort, in dem wir wohnen. Und der UPS-Fahrer hätte eigentlich an die Privatadresse liefern sollen. Aber da der uns ja kennt, ist der ins Geschäft gekommen und hat da die Lieferung hingebracht. Ich glaube, da war dann mittlerweile schon 16 Uhr oder 16.30 Uhr sowas um den Dreh. Der kam völlig fertig und verschwitzt rein und drückt mir den Umschlag in die Hand und meint zu mir, es tut ihm leid, er hätte das eben erst im Fahrzeug gefunden. Ich vermute mal, oder wir vermuten, dass irgendwo vergessen wurde zu scannen und der praktisch gar nicht wusste, dass er das im Fahrzeug hat und das dann wahrscheinlich zufällig irgendwie in die Hand bekommen hat und dann halt sehr verspätet zu uns gebracht hat. Auf jeden Fall ist heute schon wieder Freitag. Meine Frau ist jetzt gerade auf der Zulassungsstelle. Ich hoffe, dass da jetzt alles klappt und nicht schon wieder alles schief läuft. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause, werde schnell duschen und mich umziehen und dann soll es losgehen nach Mannheim, um unser neues Auto abzuholen. Also diesmal ist so ziemlich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Und es hat sich alles super lang in die Länge gezogen und man freut sich ja eigentlich auf ein neues Auto. Von daher war das Ganze also schon ziemlich ärgerlich. Also grundsätzlich einen Tesla bestellen ist kein großes Problem. Wenn man ein Fremdfahrzeug oder wenn man ein Gebrauchtfahrzeug in Zahlung gibt, dann wird es offensichtlich doch ein bisschen problematischer oder umständlicher. Auf jeden Fall haben wir hier diesmal weniger gute Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, das Video war für den ein oder anderen interessant. Falls ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne meinen Kanal. Um auch in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Ich wünsche euch von hier noch einen schönen Tag, allzeit einen vollen Akku, bleibt gesund, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.